Hallo und willkommen bei How-To-Buddies. In diesem Video kümmern wir uns mal um das Thema Apps auf dem Startbildschirm hin und her bewegen bzw. App-Ordner erstellen. Für die, die es genau nehmen, wir verschieben hier nicht die Apps, sondern die Verknüpfungen, aber das lassen wir in diesem Video mal ausgeklammert. Bei uns sind das einfach die Apps. Wir haben hier das Xiaomi 13 Lite vor uns liegen. Wenn ihr eins der anderen Xiaomi 13 Produkte habt, gilt das gleichermaßen. Das Anlegen von App-Ordnern bzw. das Bewegen dieser Apps ist eben immer das gleiche. Und wir sehen schon, werkseitig bekommen wir so einen App-Ordner auch schon mitgeliefert von Google. Können wir da mal draufklicken und dann sehen wir schon, wie das Ganze aussehen kann. Der Riesenvorteil bei diesen App-Ordnern ist eben, wie ihr hier seht, dass der Platz einer App oder einer Verknüpfung eben genutzt wird, um ganz viele verschiedene Apps zu bündeln, die im normalen Fall ja irgendwie auch was miteinander zu tun haben. Hier ist eben Google der Überbegriff, das heißt, alle Google-mäßigen Apps sind hier zusammengefasst. Ihr könnt aber natürlich auch genauso, wenn ihr zum Beispiel Autofans seid und verschiedene Apps habt, bezüglich eures Autos, dann könnt ihr die ja in einen Ordner legen. Oder wenn ihr gerne viel Essen bestellt und verschiedene Essensbestell-Apps habt, dann kann man die ja natürlich auch wunderbar in einem Ordner bündeln. Und dann hat man das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Das Ganze ist nämlich eben manchmal ein bisschen sehr verwirrend, wenn man hier 5, 6, 7, 8 Seiten hat und vielleicht auch die Apps nicht unbedingt alle so strukturiert hintereinander, sondern mal mit Lücken und so. Und dann fällt einem das unheimlich schwer, die App zu suchen, die man nun gerade braucht. Gerade wenn man eine App braucht, die man länger nicht benutzt hat, wo man gar nicht mehr weiß, wie die aussieht, also das Logo, das Emblem, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwierig und langwierig und nervig, wenn man dann versucht, auf so einem vollgeballerten Startbildschirm irgendwie mit Chaos da eine entsprechende App zu suchen. Die App-Ordner schaffen Abhilfe und wir sehen auch hier hinten noch zwei weitere. Wir gucken uns das Ganze jetzt einmal strukturiert an, denn wir können so eine App ja erstmal überhaupt generell bewegen, indem wir sie länger andrücken und dann hin und her ziehen. Also ich klicke mal hier auf unsere Kleinanzeigen etwas länger jetzt drauf und dann ziehe ich diese App und dann seht ihr immer schon, dass immer so ein kleines dezentes Raster eingeblendet wird, je nachdem wo ich gerade bin, wo ich dann diese App loslassen kann. Ich kann sie auch auf die nächste Seite schieben. Ich kann allerdings nicht noch eine Seite weiter, dann seht ihr schon, dass er da unten rebelliert. Also ich kann keine leere Seite überspringen, aber ich kann die dann einfach hier auf der leeren Seite irgendwo ablegen, wo ich möchte, oder sie von da auch wieder wegnehmen und dann wieder nach vorne ziehen. Hier zum Beispiel ganz nach vorne, kann sie hier noch irgendwo mit zwischenlegen. Ah, nee, doch nicht. Er sagt mir keinen Platz mehr. Okay, gut. Das nehme ich zurück. Scheinbar habe ich auf Startseite 1 keinen Platz mehr. Das probiere ich jetzt aber eben nochmal aus. Ne, tatsächlich. Er bietet mir auch hier nirgendwo an, dass ich sie ablegen kann. Ich kann sie höchstens hier zwischen einordnen. Dann springen die anderen eventuell oder auf eine andere drauflegen. Gut, dann lassen wir eBay Kleinanzeigen da, wo es lag. Und gucken uns jetzt mal an, also das war im Prinzip das Verschieben, ne? Nur länger draufdrücken und dann hin und her schieben, damit ihr seht, wo ihr sie dann ablasst. So könnt ihr dann eben auch euch das Ganze hier schön strukturiert aufziehen. Dann einen Ordner zu erstellen, zum Beispiel bestehend jetzt in unserem Fall nur als Beispiel Kleinanzeigen und Netflix, packe ich zusammen, dann schiebe ich die eine App und kann man ja erraten, ich lege sie auf die andere, lasse sie da los und dann seht ihr schon, entsteht jetzt ein Ordner, ein neuer, der auch einfach einen Namen bekommt, in diesem Fall Unterhaltung. Ich gehe mal davon aus, dass das in erster Linie von Netflix ausgeht, dieses Thema Unterhaltung. Ich klicke dann da drauf und sehe dann hier meinen Ordner mit diesen zwei Apps drin. Und diesen Namen Unterhaltung kann ich auch anklicken und dann kann ich den auch ändern. Zum Beispiel, ja, schreibe ich jetzt statt Unterhaltung Entertainment. So, und speichere das Ganze. Empfehlungen für heute brauche ich nicht. Fertig. Jetzt heißt dieser Ordner Entertainment und ihr seht dann eben, wie das Ganze aussieht. Der Name wird entsprechend gewechselt und auch diesen Ordner kann ich jetzt natürlich hin und her schieben, wie ich möchte. Kann den auf eine neue Seite legen und ihn da oben ablegen. Kann dann im Nachgang auch natürlich noch weitere Apps hinzufügen. Wenn ich jetzt die hier, das hat jetzt hier keinen Zusammenhang bei uns, ist auch egal. Nur als Demonstration, wie ihr damit umgeht. Und dann könnt ihr euch ja, je nachdem, was ihr für Apps habt, dann überlegen, wie ihr eure Apps schlauerweise bündelt, so dass ihr ein bisschen Ordnung behaltet, ein bisschen Übersicht, eure Apps schneller findet und ja, macht ja dann eben auch Spaß, solche Ordner etwas strukturiert auf seinem Display zu haben und anwenden zu können und sofort zu wissen, Mensch, Netflix muss bei mir im Bereich Entertainment sein, zack, und dann könnt ihr die App schon öffnen und müsst nicht hier auf euren ganzen verschiedenen Seiten rumsuchen. Ihr könnt dann ja auch dann mal strukturiert von hinten nach vorne die ganzen Verknüpfungen zu den Apps schieben, damit ihr nicht, keine Ahnung, 8 bis 10 Seiten habt, sondern vielleicht kriegt ihr die auch auf 2, 3 Seiten gestopft, dann ist eben, muss man nicht so viel wischen und ja, je nachdem, wie ihr das besser könnt, wie ihr das besser übersehen könnt, so dass ihr eben schnell eure Apps findet. Also, die App-Ordner, eine echte Hilfe auf dem Chaos des Startbildschirms und ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen helfen. Euch hat das Video gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da, abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!